Hallo ihr Lieben, heute schauen wir mal, welche Tomatensorten dieses Jahr bei mir besonders gut gelungen sind, welche schmecken, wie die von innen aussehen. Wir nehmen das Saatgut selber und ich nehme euch auch mit auf einen kleinen Ernterundgang. Wir fangen heute mal im Gewächshaus an. Da habe ich drei Gurkenpflanzen, ein paar Paprika und auch drei Tomaten, zwei größere und eine ganz kleine. Hier am Anfang die gelbe birnenförmige ist die Yellow Paw, habe ich im letzten Video falsch ausgesprochen. Hatte kein Französisch, war in der Lateinklasse. Das ist eine meiner Lieblingstomaten. Die wird gelb, wie man sehen kann. Und von der habe ich auch schon Saatgut genommen. Die Minibell steht ja auch mit drin. Das ist die Bonsai-Tomate. Die wächst also nicht groß, sondern so zwergenförmig. Ja, und da sind auch schon die ersten Früchte reif. Bei den Gurken kann ich jetzt auch fleißig wieder mit abnehmen. Sowohl im Gewächshaus als auch die Pflanzen draußen, die werfen da gerade ganz gut Ernte ab und auch die Gurken werden dann heute nochmal sauer eingelegt und auch haltbar gemacht, also eingekocht für den Wintervorrat. Gerade hier draußen im Freiland hatte ich ein paar von diesen Snack-Gürkchen übersehen. Das sind jetzt schon ganz schöne Kavenzmänner geworden. Da lohnt sich das auch. Und so eine schöne runde Zucchini kann ich mir auch alle 2 Tage holen. In meinem Umfeld haben sich auch Leute geoutet als Tomatenfreunde und da hatte ich kürzlich eine kleine Tauschbörse, deswegen sind jetzt nicht alle Früchte hier von mir aus meinem eigenen Garten. Hier ist vom Stefan die Czerniprinz dabei und noch ein paar Überraschungspakete, wo ich mir zum Teil die Namen nicht gemerkt habe, aber wir haben ja einen kurzen Draht und da schauen wir heute auf jeden Fall auch mal rein. Von der einen oder anderen zeige ich euch dann auch noch, wie ich das Saatgut nehme. Und natürlich verschiedene Farben. Ich habe weiße, ich habe grüne, ich habe dunkle, also na schwarz, ganz schwarz werden die nie, bei mir zumindest die Sorten nicht. Wir haben gelbe, da ist schon viel möglich, außer den roten, die wir so aus dem Supermarkt kennen. Ich habe hier auch verschiedene Sorten an Fleischtomaten, das sind noch nicht alle ganz reif, die großen Früchte brauchen einfach länger. Aber gerade hier die kleinen runden gelben, das ist die Golden Princess, die goldene Prinzessin, die reifen jetzt nach und nach. Hier seht ihr das grüne Zebra, die Queen Zebra. Das ist auch so eine Tomate aus einem Sortenmix, den ich mir mal besorgt hatte, um sie möglichst bunt zu kriegen. Die muss ich jetzt immer mal so eher abtasten, um festzustellen, wann die denn reif sind, weil sich hier die Farbe eben im Gegensatz zu den anderen Sorten nicht so großartig verändert und mir bisher der Blick dafür fehlt, wann die reif sein könnten. Nächstes Jahr werde ich die Tomaten nur noch am Spalier anbauen. Das ist sehr viel praktischer als diese Tomatenstäbe, egal in welcher Form. Und dann ist im Beet auch wieder Platz für die Kartoffeln. Das ist schon schade, dass die dieses Jahr zur Selbstversorgung ein bisschen ausfallen mussten. Hier sehen wir eine weiße Tomatensorte, die weiße Königin. Ja, wenn die schon so gelbe Stellen kriegt, dann ist die auf jeden Fall auch reif. Die sammle ich mit ein und da schauen wir später auch mal in deren Innenleben. Die finde ich übrigens besonders schmackhaft. Aber auch diese kleine gelbe Runde hier, die Golden Princess, ist eine meiner Lieblinge, wenn es um einen echten und leckeren Tomatengeschmack geht. Hier daneben hängt die Indigo, die sollte fast noch ein bisschen dunkler werden. Ich nehme mal ein paar mit, da können wir auch mal reinschauen ins Innenleben. Ich gehe davon aus, die sind noch nicht ganz reif, aber da sehen wir auch mal den Unterschied. Und hier hängt die Roma-Tomate, die gibt es ja auch im Supermarkt. Die könnte vielleicht auch noch 1, 2 Tage. Die finde ich geschmacklich bisher am unspannendsten. Also auch die Sonne hier und der Biogarten ändern da nicht viel dran. Die Sorte ist einfach, weiß nicht, irgendwie hat man da den Tomatengeschmack rausgezüchtet. Hier habe ich noch Bio-Ochsenherztomaten vom Gartengemüsekiosk. Da haben wir schon große Reife geerntet. Ja, und hier nochmal die kleinen gelben birnenförmigen. Die hier kann auch bald ab, wenn die grünen Flecken dann noch vorbei sind. Das ist auch eine Fleischtomate gewesen, die gelb wird. Ja, und was dann nicht fehlen darf, wenn wir die Tomaten verarbeiten, ist natürlich wieder der Basilikum. Nach dieser Runde nehmen wir erstmal das Saatgut. Ich nehme jetzt die Czerniprinz vom Stefan. Ich mache einfach so ein unbedrucktes Zewa so auseinander. Das hat ja mehrere Lagen, wie so ein Taschentuch. Und dann kann man die einzelnen Samenkerner ganz gut darauf verteilen. Das mache ich schon ein paar Jahre so. Funktioniert wunderbar. Ich hänge das dann zum Trocknen auf, damit das nicht noch schimmeln kann. Damit das Saatgut dann quasi auch ja, ganz gut trocknet. Da macht das jetzt auch nichts, wenn hier noch was von diesem Saft oder von der Gallertülle mit dabei bleibt. Zumindest bei mir ist da bisher noch nichts geschimmelt und ich packe das dann ja, in den trockenen Schrank, wenn das wirklich gut 2, 3 Wochen ausgetrocknet ist und hier nichts mehr passieren kann. Ja, mit einem Messer einfach hier zwischendrin sachte verteilen und dann kann man die beiden Lagen einfach so zusammenpressen. Das saugt dann gleichzeitig die Flüssigkeit schon mal ein bisschen weg und ich mache mir dann in die Zewa-Stücke einfach ein kleines Loch
und hänge die hier erstmal zum Trocknen auf, mit ein bisschen Abstand zu den anderen Tüchern. Die hier dahinter sind jetzt schon die getrockneten. Man lässt die Früchte immer richtig gut ausreifen zum Saatgut nehmen. Ja, und beschriften macht natürlich Sinn, welches Jahr, welche Sorte. Manchmal muss man auch kreativ sein, wenn man die Namen nicht weiß oder für sich. Und welche auch finden, die man dann eben im nächsten Jahr auch ganz gut wieder ansprechen kann. Soweit, so gut. Um dann die Tomatensauce zu kochen, werde ich mir noch ein bisschen Kräuter und Basilikum besorgen. Vielleicht auch etwas Mediterranes, ein bisschen Rosmarin, ein bisschen Bohnenkraut könnte rein. Thymian wäre keine schlechte Idee. Ja, und Petersilie soll nicht fehlen. Zwiebeln und Knobi kommen natürlich auch noch mit rein. Und wenn ich die Tomaten jetzt eh aufschneiden muss, dann können wir gleich mal gemeinsam ins Innenleben schauen. So, dann schauen wir uns die Früchte mal von innen an. Ein scharfes Messer ist natürlich empfohlen. Das hier ist jetzt eine braune, runde Tomate. Die habe ich vom Stefan. Ja, sieht ganz interessant aus. Probiert haben wir die letztens schon. Ich fand sie lecker. Jetzt nehme ich eine von meinen Roma. Die sind recht fest und wie gesagt, geschmacklich eher unspannend, selbst wenn man sie noch eine Weile länger reifen lässt. Hier haben wir eine schön gefärbte, die ist so ein bisschen herzförmig, ein richtig schönes Rot. Die schneiden wir auch mal auf, die habe ich auch vom Stefan, weiß ich jetzt keinen Sortennamen. Okay, auch hübsch aus. Die werde ich auch mal noch in Ruhe verkosten. Das hier ist eine, die färbt sich, glaube ich, insgesamt noch eine ganze Ecke dunkler. Wird dann insgesamt schwarz. Ja, ist innen noch so leicht grünlich auf die Kerne. Könnte ein Zeichen dafür sein, dass die vielleicht noch nicht ganz reif gewesen ist. So, hier haben wir jetzt noch eine von meinen. Das ist eine Indigo. Die werden auch recht dunkel. Hier sehen wir auch innen, das ist noch recht grünlich. Die können noch eine Weile hängen bleiben. Ich habe ja auch auf der Sortenübersicht noch ein Foto, das auch zeigt, dass die noch eine Ecke dunkler sein kann. Solche Bilder sind immer ganz hilfreich, um sich zu orientieren bei so Sorten, die einem neu sind, um festzustellen, ja, wann die auch reif sind. Ja, hier hätte ich jetzt mal unterscheiden müssen, was ist Minibill, was ist die Honigtomate? Beide klein, rund und rot. Im Notfall Geschmackstest machen. Aber ich muss sagen, die finde ich beide lecker. Die lohnt sich, je nachdem, ob man eine großwachsende Pflanze oder eher so eine Zwergart haben will, kann man da eben nach der Honigtomate oder eben auch der Minibill nochmal schauen. Ja, die kleine gelbe Runde, die Golden Princess, das ist einer meiner Favoriten geschmacklich. Die ist richtig schön tomatisch, würzig. Und auch die kleine gelbe. Ja, ich finde, ja, die Kleinfrüchte haben sowieso irgendwie so ein spezielles Aroma. So, jetzt schauen wir uns mal dieses Prachtexemplar an. Eine gelbe Ochsenherztomate. Da sieht man innen schon, dass die ganz, ganz viele kleine Kammern hat. Ganz viel Fruchtfleisch. Also auch gleich eine ganz andere Konsistenz irgendwie, als bei den kleineren runden Sorten. Das sieht auch irgendwie auch schön aus. Und so unterschiedlich. Nicht nur äußerlich, auch im Innenleben. So, jetzt schauen wir uns mal die White Queen an, die Weiße Königin. Die ist geschmacklich wirklich der Bringer, das hätte ich nie gedacht. An der weiße Tomate hätte ich mich im Supermarkt vermutlich nicht gewagt. Ihr seht schon, die bestehen fast nur aus Fruchtfleisch. Hier ist kaum viel Saft oder viel Kerner drin. Ein paar habe ich schon als Saatgut genommen. Das ist wirklich irgendwie so ein... Ja, die habe ich entdeckt. Die gefällt mir, die Weiße Königin. Jetzt schaue ich mal, ob wir noch eine Sorte vergessen haben, was hier drin noch fehlt. Na, ich glaube, wir haben sie alle. Von der Weißen Königin muss ich gleich noch ein Stück naschen. Ja, und dann kann ich mich ranmachen und alles schön klein schneiden für unsere Tomatensauce. Und die wird dann natürlich wieder schön mit Basilikum aufgefüllt und kommt in die Gläser. Wenn ihr Lust habt, könnt ihr jetzt noch die Videos schauen zu meiner Vorratshaltung, wie ich die Gurken und Tomaten und die Kräuter auch haltbar mache, auch wie ich von anderen Sachen das Saatgut nehme. Und dann wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende. Bis demnächst, ihr Lieben. Tschüss!